Ich habe das Gefühl, dass da wirklich sehr vorauseilend jetzt reagiert wird. Wenn man sich wirklich mal anguckt, die Nebenwirkungen treten ja doch sehr, sehr selten auf. Also wie man da manchmal liest, wenn man sich mal den Beipackzettel von Aspirin anguckt oder von Ibuprofen oder was weiß ich, das wirkt dann manchmal auch sehr viel schlimmer, wenn man sich das durchliest, und wir schlucken es täglich, mehr oder weniger. Also von daher glaube ich, dass man da ein bisschen zu übervorsichtig ist. Ich finde es auch sehr, sehr gut, dass so schnell Impfstoffe entwickelt wurden. Und gleichzeitig finde ich es auch sehr gut, dass man auch über Nebenwirkungen mitteilt, weil das vorzuenthalten, fände ich ein viel schlimmeres Thema. Ich finde es auch sehr schwierig, dass es eben so ein großes Diskussionsthema geworden ist. Also, dass jeder halt auch seine Meinung dazu hat, ist immer was Gutes, aber gleichzeitig zerpflückt man damit auch ein bisschen die Impfung. Weil wenn irgendjemand sich überlegt, okay, nach dem Abi fliege ich nach Thailand, dann haut man sich 10 verschiedene Impfungen in den Arm und man hinterfragt überhaupt nicht, wann wurde das entwickelt, was gibt es für Nebenwirkungen. Da ist es einfach nur, okay, ich will Spaß haben, ich gehe jetzt da, ich mache alles dafür. Und deswegen denke ich mir, bei der Impfung hier sollte man vielleicht auch ein bisschen kulanter sein. Ich verstehe total, dass Vorsicht geboten ist, und ich verstehe auch, dass man da nichts über irgendwie super schnell sein will und übereifrig was entscheiden will. Das Problem ist nur, wenn man die ganze Zeit die Impfstoffe stoppt, dann kommen wir überhaupt nicht weiter, und wir sind so weit hinten im Impfen weltweit gesehen, und das ist einfach so schade, weil wir gar nichts machen können und das Impfen das Einzige ist, worauf wir bauen, also auf jeden Fall in meinem Freundeskreis und in meiner Familie. Und wenn es dann gestoppt ist, ist es natürlich blöd. Natürlich sind alle ein bisschen irgendwie ängstlich und man braucht klare Ansagen. Und wenn man die ganze Zeit stoppt und wieder aufnimmt und wieder stoppt, dann sind einfach alle Bürger irgendwie verwirrt. Und ich verstehe dann auch, dass die Leute, die sich eigentlich impfen lassen wollten, dann sich nochmal Gedanken machen. Es spricht einfach auch für die Wissenschaft und für die Politik, dass sie da vorsichtig sind. Grundsätzlich würde ich sagen, ist es bei anderen Arzneimitteln eben auch so, ne, dass es eben Nebenwirkungen gibt. Ne? Und gerade wenn es um Impfungen geht, die waren eigentlich noch nie hundertprozentig sicher. Das sind ja auch Impfungen, die mit Stoffen, wo wir eigentlich, da wissen die meisten Menschen ja gar nichts drüber. Jetzt, weil das ein Diskurs ist, ein aktueller, da macht sich natürlich jeder Gedanken darum. Ne? Und deshalb wird das auch ganz schnell in Frage gestellt. Und da kann man eben dann auch in Frage stellen, ob das dann immer wirklich immer so sinnvoll ist. Gerade wenn es halt eigentlich ziemlich schnell gehen sollte.